Wir bauen hier eine Leitung über 6,2 Kilometer Länge. Die Dimension ist DN400. Die Leitung reicht von der Abfallverwertungsanlage in Velsen bis zu unserer Fernwärmemaschine an der Saar in Völklingen-Fenne. Die Besonderheiten des Leitungssystems sind, dass wir für eine Temperatur von 140 Grad projektiert haben. Wir brauchen diese hohe Temperatur, um auf der Fernwärmemaschine flexibel zu sein. Ein normales Kunststoffmantelrohr kann man nur bis 120 Grad betreiben. Deshalb haben wir hier ein besonderes Material gewählt, sogenannten PIR-Schaum. Dieser Schaum benötigt in der Produktion als auch in der Fertigung hier vor Ort Besonderheiten. Daher hatten wir die Eignung des Materials zusammen mit einem Hersteller und dem Fernwärmeforschungsinstitut testen lassen. Hier vor Ort führen wir ständig Qualitätskontrollen durch, sowohl durch unser Personal als auch durch unabhängige Sachverständige. Bereits heute versorgt die FVS über die Fernwärmeschiene Saar ca. 13.500 Kunden mit klimafreundlicher Wärme. Die Wärme wird heute in industrieller Abwärme oder aus ressourcensparenden Kraft-Wärme-Kopplungssystemen gespeist. Durch die Abwärme der AFA Velsen wird dieser Wert wiederum verbessert. Im Vergleich heute hat die Fernwärme einen CO2-Wert von ca. 130 Gramm. Im Vergleich eine Gasheizung hat 200 Gramm, eine Heizölheizung gar 260 Gramm. Und diesen Wert verbessern wir, sodass der Kunde hier deutlichen Mehrwert hat. Der niedrige Primärenergiefaktor bedeutet für den Kunden, dass er Förderprogramme der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, erhalten kann. Er spart bei der Gebäudesanierung, bei der Sanierung der Heizungsanlage. Er verbraucht deutlich weniger CO2. Zusätzlich spart er Platz für Heizanlage und Tankanlage in seinem Gebäude. Wir halten uns strikt an die Auflagen unserer Genehmigung. Um den Eingriff in den Forst zu minimieren, liegt die Trasse entlang von bereits vorhandenen Rohrleitungen, einer Wasser- und einer Gasleitung. Dadurch brauchten wir die vorhandene Schneise lediglich zu verbreitern und konnten den Eingriff somit gering halten. Besonders hervorheben wollen wir noch die Kooperation mit dem Landesforst, der uns hier bei der Trassenfindung und auch bei der Ausführung stets behilflich war und uns wirklich freundlich weiterhilft.